Sombri und Batschi Lässig! Hallo auf Sombri und Batschi Lässig! Heute gibt es mal ein neues Video zu meiner Meinung. Oder Batschis Meinung. Direkt gehen mal Grüße an die Leute, die heute Geburtstag haben. Am 28.03.2020. Grüße gehen raus und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Fans, die da Geburtstag haben. Und genau, das iPad Pro startet bei 889 Euro mit 128 GB 11 Zoll Variante. Das finde ich ist total teuer. Aber wer das zahlen will, soll sich auf jeden Fall dieses iPad kaufen können. Wollen auswählen. Es hat hinten 3 Kameras, um PDFs zu scannen. 3 Kameras. Aber was macht man mit einem Tablet? Sagt mir mal, wer mit einem Tablet fotografiert. Das ist so etwas Sinnloses. Aber denen, wo es machen wollen, die so durch die Gegend rennen wollen, macht es. Nichts gegen euch. Auf jeden Fall, meine Meinung zu diesem Tablet ist, das iPad Pro 2018 mit einem neuen Prozessor, wieder 120 Hertz Display, iPad OS und ja, das ist meine Meinung. Also, das iPad OS gibt es ja hier auch schon drauf. Und wenn ihr so ein iPad habt, das iPad OS unterstützt, iPad Air, iPad Pro, ein älteres, also mindestens aus 2017 würde ich euch empfehlen. Oder iPad Air natürlich aus 2019, das ist von 2014, glaube ich. Das ist unterstützt quasi das alles nicht mehr, das ist alles zu alt. Und genau, wenn ihr darauf iOS 13.4 für, also iPad OS 13.4 installiert habt, dann könnt ihr deine Maus mit verbinden, wie habe ich noch nicht rausgefunden. Und könnt dann damit das wie ein Computer nutzen. Bald kommt da für dieses neue iPad Pro natürlich auch noch so eine Stütze hin. Dann ist quasi hier das iPad. Dann da ist so eine elegante Stütze und da ist eine Tastatur dann. Also hier iPad, wo meine Hand ist oder mein Arm. Dann hier immer, wo meine Hand ist, die Stütze. Und da, wo das iPad liegt, die Tastatur. Das ist, finde ich, ziemlich cool. Kostet aber, glaube ich, 400 Euro. Und in 2 Jahren oder nächstes Jahr schon gibt es wieder Neues und dann bringt es euch nichts mehr. Das würde ich mir überlegen, weil ihr könnt auch eine Bluetooth-Tastatur einfach so kaufen. Eine Bluetooth-Tastatur, die dann mit eurem iPad verbinden, eine Maus mit verbinden und dann habt ihr das Ganze auch. Trackpad wird jetzt auch irgendwie auch unterstützt, aber meine iPad Pro Meinung ist, es gibt was ich gut finde, dass Leute, die sich das wissen, kaufen wollen, aber denken, ich brauche doch sowieso keine 128 GB Speicher, die müssen 128 GB nehmen, weil es muss 128 GB sein. Es gibt keine 64 und noch schlimmer 32 GB Variante. Wer auch immer sich ein Gerät mit 32 GB Speicher kauft. Aber meine Meinung zum Gerät, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, ist auch egal, ist cool, aber ich würde auf jeden Fall raten, eine Panzerglasfolie zu kaufen. Das Gerät, wenn man so viel Geld für sowas ausgeben will, da soll man das auch tun. Also da sollen sich jetzt auch nicht irgendwelche Testberichte dran halten. Weil man muss immer seine eigene Meinung sagen. Und deswegen könnt ihr auch gern in irgendwelche Technikläden, ich will da gar keine Werbung machen, es wird hier auch nichts unterstützt. Also da könnt ihr gerne an irgendwelche Technikläden in der Welt draußen, wo ihr halt wohnt, in der Nähe gucken, euch diese iPad oder RL-Geräte anschauen und dann sagen, das gefällt mir besser wie das, das ist schnell hier und das ist besser da. So könnt ihr das machen einfach. Das würde ich am ersten raten und dann war es das von mir. Und ihr könnt uns kostenlos abonnieren und liken. Liken bitte, wenn ihr mehr solches wollt.
Und dann könnt, war es das von mir und...